Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zu Kingdoms of Amalur in einer Bonusfolge, denn wir sind heute nicht in irgendwelcher Questjäger-Missionen unterwegs, denn wir sind hier komplett fertig, ich habe mir alles angeguckt, da für den Herren der Feste haben wir nichts mehr zu tun, Bestiendresseur haben wir logischerweise nichts mehr zu tun, Kampfausbildung haben wir nichts mehr zu tun. Diplomatie könnten wir ganz viele Sachen machen, aber wollen wir eigentlich auch nicht. Ist auch eine Endlos-Quest. Genauso wie die Erkundungsmission, da habe ich auch geschaut, gibt es nur zwei Leute, die Zephyn bekommen könnte. Und die hat er uns schon gebracht. Dementsprechend ist das auch erledigt und wir sind fertig damit. Ich habe hier übrigens mal geguckt, dieses könnte man abschließen. Allerdings nur, wenn man zuerst in die Mine gegangen ist, dann über die Mine gesprochen hätte und sie ausgebaut hätte, dann ins Haus gehen, dann das Haus ausbauen und dann damit fertig ist. Dann wird das abgeschlossen, aber das ist eine andere Geschichte. Egal, Freunde, wenn ihr diese Folge hier eingeschaltet habt, dann seid ihr einige von denjenigen, die ganz bekloppt sind und ich schätze mal, diese Folge sollte man sich zum Abend anhören, wenn man ins Bett gehen möchte, denn heute wird nichts anderes getan, außer zu lesen. Ja, ich habe alle Bücher, die wir so haben, uns ins Inventar gepackt und ihr seht, wie unfassbar viel das ist. Ja, es sind 43 Bücher. Die werden alle heute gelesen. Alle heute. Ich weiß nicht, ob ich das in einem durchschaffe. Oh, die kann einmal weg. Aber wir werden es hoffentlich trotzdem schaffen. Gut, ich würde sagen, wir fangen mit den Flaschenpost-Geschichten an. Wer auch immer diesen Brief findet, ich hoffe, das Schicksal meint es besser mit euch als mit mir. Wäre ich nicht der unvernünftige Junge gewesen, der ich war, hätte ich mich vielleicht niemals gefangen auf dieser verfluchten Insel wiedergefunden. Träume von Reichtum und Ruhm sind nichts gegen die Annehmlichkeiten der Heimat. Das ist die Wahrheit. Lasst euch meine späte Einsicht eine Warnung sein. Avery. An Avery. Sollte euch diese Flasche wieder erreichen, so frage ich euch. Wäret ihr nicht ebenso unglücklich, wenn ihr euch auf die Annehmlichkeiten eures früheren Lebens beschränkt hättet? Habt ihr nicht erst dadurch, dass ihr eure Heimat verlassen habt, erkannt, wie kostbar euch euer Zuhause ist? Nutzt diese Gelegenheit, um die Insel zu erkunden, entdeckt ihre Geheimnisse und wisset zu schätzen, was sie euch lehren kann. Aber vielleicht seid ihr auch einfach nur dazu verdammt unglücklich zu sein, ungeachtet der Gelegenheiten, die euch das Leben bietet. Welches Leben würdet ihr vorziehen? Briar. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es euch gelungen ist, diese Flasche wieder zu mir zurückzuschicken. Diese Insel gönnt nicht einmal meinen Gedanken die Freiheit. Und trotz all meines Haderns machen mir eure Worte Mut. Vielleicht hat mein Schiffbruch auf dieser Insel doch eine Bedeutung, die ich zunächst nicht erkannt habe. Während ich über eure Nachricht nachdenke, habe ich mein Lager verlassen und bin auf etwas gestoßen, das wie ein alter Hafen aussieht. Er wirkt, als könnte er von den Dwergen erbaut worden sein. Ihr habt vielleicht recht, vielleicht kann ich hier doch etwas lernen. Es freut mich, dass eure Abneigung gegen die Insel langsam nachlässt und euch meine Worte ein Trost waren. Manchmal müssen wir einfach den schwierigen Weg nehmen, um Antworten zu finden, zu denen wir noch nicht einmal die Frage kennen. Wenn ich mich verloren fühle, spenden mir die Sonnenuntergänge über dem Himmel immer den meisten Trost. Jetzt verstehe ich es. Ihr sitzt hier auch fest, nicht wahr? Das erklärt, warum diese Flaschen immer und immer wieder zu mir zurückkehren. Ich hätte eure Worte nicht gänzlich verstanden, nicht bevor ich hinauf zum Berggipfel gestiegen bin. Dort wagte ich es nicht, mich sofort wieder an den Abstieg zu wagen, da der Tag bereits zu Ende ging und ich in den Schatten gefährliche Wesen lauern. Aber ihr hattet recht. Dort oben auf diesen Ruinen ist der Sonnenuntergang am schönsten. Sagt mir, wo kann ich euch finden? Ich habe die Schiffbrüchigen gefunden, von denen ihr gesprochen habt, doch als ich sie nach euch fragte, kannten sie weder euren Namen, noch konnten sie bestätigen, dass je eine fremde Frau hier war. Eure Worte haben mir in den letzten Monaten Frieden und Verständnis gegeben, und meine Gedanken an euch haben mich davor bewahrt, verrückt zu werden. Und doch frage ich mich nun, ob es dafür nicht schon zu spät war. Hat mich diese Insel bereits in den Wahnsinn getrieben? Bitte sagt mir, wo ich euch finden kann. Ich werde hier bei den anderen bleiben und ihnen so gut wie möglich helfen. Bitte, lasst euch nicht zu viel Zeit. Ich werde warten. Der eure Avery. Briar.
Ich warte nun hier seit dem Tag, an dem ihr mir geschrieben habt. Ich solle euch aufsuchen. Ich weiß nicht, ob ihr jemals real wart oder nur eine Erfindung meines verzweifelten Verstands oder vielleicht eine göttliche Kraft, aber ich danke euch, dass ihr mir meinen Weg gezeigt habt, so schwer er auch gewesen sein mag. Die Jahre lasten nun auf mir, aber ich bin zufrieden und ich habe hier auf dieser Insel, die ich für mein Gefängnis hielt, meinen Frieden gefunden. Schon bald werde ich zum letzten Mal auf den Berggipfel steigen und mein allerletztes Mal den Sonnenuntergang betrachten. Würde ich euch dort antreffen, fände ich wahrhaftigen Trost. Avery. Also, es gab wohl mal eine Briar. Eine Briar. Ich dachte irgendwie, es wäre ein Briar. Aber nein, es war eine Briar. Und die Gute hat die ganze Zeit die Flaschenpost hin und her hin und her geschrieben. Die Frage ist, wie wir dann an alle gekommen sind, aber gut. Die Faszination von Galgen's End, oder? Nee, komm, wir lesen erstmal den Brief an uns. Euer Gnaden. Mir war erzählt worden, die Dwerger seien ein stumpfes, kunstloses Volk, unfähig, sich wahre Schönheit vorzustellen, ganz zu schweigen davon, sie zu erschaffen. Man muss jedoch nur einen Blick auf das wundersame Werk werfen, das sie inmitten der ungastlichen Wildnis dieser Insel geschaffen haben, um all diese Annahmen und Vorurteile in Frage zu stellen. Die Feste, die sie den Wäldern abgerungen haben, ist ein atemberaubender Anblick. Mit ihrer ebenso unglaublichen wie unzweckmäßigen Größe ist sie schon vom Meer aus zu sehen, wenn man sich der Insel an einem, an einem ausreichend klaren Tag nähert. Sie überragt die Baumlinie und erschafft die überzeugende Illusion, sie würde direkt aus dem sie umgebenden Wald erwachsen. Es ist, als hätte die Insel selbst sie geschaffen. Es mag sein, dass ich mir die Erhabenheit des dwergischen Stils bislang entzogen hatte. Vielleicht hatte ihre einzigartige Vorliebe für dunkle Hölzer und Meeresmotive aber bislang auch einfach noch nie einen derart passenden Rahmen. Wie dem auch sei. Ich hoffe, meinen Worten gelingt es, euch eine Vorstellung des Anblicks, der sich mir bot, zu vermitteln. Am beeindruckendsten und, wie mir seine Lordschaft sagte, auch der Grund für meine Einladung ist jedoch die Bibliothek der Feste. Voller Begeisterung zeigte er mir die luftige, hohe Decke dieses höhlenartigen Raumes und die raffinierten Lamellenfenster, die das Lesezimmer mit Licht überfluten, ohne einen Schular dabei jemals mit dem direkten blendenden Strahlen der Sonne auszusetzen. Mehr als alles andere fasziniert mich jedoch die Sammlung, mit der er begonnen hatte. Schon jetzt kann ich zweifelsfrei behaupten, dass sie die umfassendste Zusammenstellung alter Errati-Texte und epischer Gedichte darstellt, die ich kenne. Darüber hinaus zieht diese Insel auf eigentümliche Weise Schiffswracks an, die die unterschiedlichsten Schriften aus den verschiedensten Königreichen mit sich führen. Ich kann nicht behaupten, unter diesen je auch nur ein vertrautes Werk gefunden zu haben. Gemäß seinem Versprechen scheint seine Lordschaft tatsächlich fest entschlossen, diese Bücher zu bewahren und wiederherzustellen und sie außerdem jedem zugänglich zu machen, der seinem neu geschaffenen Reich einen Besuch abstattet. Insofern lege ich es dem Erzweisen dringend nahe, ihn bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zu besuchen. Tja, und jetzt sind wir beides. Lordschaft mit Bibliothek und Erzweiser der Scholia-Arkana. Der Weg der Nachfolgerin. Abschnitt 12. Die Glaubenssätze. Die Last der Göttlichkeit zu tragen ist eine unvergleichliche Bürde und obwohl wir die wahren Geheimnisse Akaras nicht kennen, sind seine Absichten doch klar. Er wünscht sich für uns, sein Volk, nichts weiter als Sicherheit und Zufriedenheit. Diese Insel ist sein Reich und die Schiffbrüchigen sind seinen Schutzbefohlenen. Da uns seine Hand nicht unmittelbar leitet, ist es an der Nachfahrin, ihm zuzuhören. Wir hören die Worte des Meisters und verbreiten sie unter seinem Volk. Beherzigt diese Worte, zukünftige Nachfahrerinnen, nun, da die Darbringungszeremonie näher rückt. Wisset, dass ihr nicht allein seid. In vielen eurer Tage wird es Einsamkeit und Anflüge der Angst geben. Doch verzweifelt nicht. Akara teilt jede Last mit euch, ebenso wie eure Familienangehörigen und Liebsten im Dorf. Diese Prüfung wird nicht ewig währen und wir müssen sie alle gemeinsam meistern, als Gemeinschaft und als Auserwählte. Als Vorbereitung auf die Darbringung ist es klug, über folgende Glaubenssätze nachzusinnen. Erstens, Akaras Weisheit leitet uns. Mögliche Nachfahrerinnen werden durch Akaras Willen erwählt, von ihm auserlesen und der Gemeinschaft als Kandidatinnen präsentiert. Die Ältesten des Dorfes diskutieren anschließend ausführlich über die Kandidatinnen, bis eine von ihnen auserwählt und bestätigt wird. Von diesem Tag an wird von ihr erwartet, dass sie sich entsprechend ihrer zukünftigen Stellung verhält. Zweitens, die Kandidatin muss sich vorbereiten. Schon seit langem ein Rückzug. Die Seelengrundwehr ist schon seit langem ein Rückzugsort für die Frommen. Nutzt diesen Ort. Meditiert über die vor euch liegende Aufgabe. Betet zu Akara und sucht nach seiner Stimme. Und wenn ihr sie hört, dann befolgt seine Worte. Bleibt immer in der Nähe der Wächter. Viele auf dieser Insel werden euch schaden wollen. Bereitet euch vor und fürchtet sie nicht. Drittens, bereitet euch auf das Ende vor.
Das Leben der Nachfahren währt nicht ewig. Am Ende jeder Generation wird Akara eine neue Saat brauchen. Sterbliche altern, verändern sich und sterben. Das ist ihre Natur. Wenn die Zeit gekommen ist, wird die Nachfahrin von Akara aufgefordert werden, zurückzutreten und den Platz für ihre Nachfolgerin freizumachen. Anschließend wird von ihr erwartet, dass sie die Insel verlässt und sich als Vertreterin Akaras auf die Suche nach einem neuen Leben in der Außenwelt macht. Nun ist die Zeit für eine neue Nachfahrin gekommen. Ah ja. Brief an Nina. An meine Nina, zu ihrem 5. Geburtstag. Werde stark, werde klug, werde schnell, werde weise. Fürchte nichts, nimm alles an. Liebe die Welt, die dir geschenkt wurde, und leiste deinen Beitrag, um sie zu beschützen. Wachse heran, Nina, aber nicht zu schnell. In Liebe, dein Vater. Oh, ist das bösartig. Brief an Nette. Wenn ihr euch erinnert, das ist der Brief, den der Herr geschrieben hat, von dem auch die Wissenssteine kommen hier auf der Insel. Zumindest die Galgensandsteine, nicht die Greyfoil-Steine. Nette, in meinen letzten Augenblicken denke ich an nichts anderes. Wir sind zusammen. Ich hatte so große Pläne für uns. Du musst wissen, ich habe den Schlüssel zur Greyfoil-Feste, unserem kostbarsten Bauwerk, dem Juwel in der Krone der Dwerga. Ich habe ihn bei meinen Erkundungen entdeckt, tief in den stehenden Gewässern der Unterseewehr. Er wirkt so unscheinbar. Wir hätten nach Galgensend zurückkehren und wie Templer leben können. All unsere Wünsche wären erreichbar gewesen. Doch leider wird es nicht dazu kommen, und der Schlüssel wird mir nichts nützen, wenn ich tot bin. Also habe ich ihn bei dem Baumeister im Dorf gelassen. Er ist einer von uns, und ich bin überzeugt, dass er Großes erreichen wird. Dass alles hätte uns gehören können, aber uns wurde schon so vieles genommen. Was ist da schon eine weitere Sache? Führe dein Leben weiter, liebste Nette. Ares. So kam Paddy also an den Schlüssel. Interessant. So, in diesem Fall ist der Gejagte der tote Kell, ein Pirat, die flüsternde Hexe Blutgrimm, Untersuchungsberichte der Flotte. Zielperson, der tote Kell. In den letzten Jahren des Zeitalters der mittleren Königreiche segelte der ebenso grausame wie gerissene tote Kehl unter der Flagge der verfluchten Gehängten über das eisige Frostbruchmeer. In den seltenen, dafür oftmals ausgesprochen anschaulichen Beschreibungen seiner Person wird der tote Kehl als furchterregender Charakter dargestellt, gewandet in die schwarze Kleidung eines Seemannes mit einer grausigen Totenkopfmaske vor dem Gesicht. Die Berichte deuten darauf hin, dass diese Kopfbekleidung von den Überresten eines der Opfer des toten Kehl stammt, und obwohl diese doch höchst zweifelhafte Behauptung niemals bewiesen wurde, würde ein derart dramatisches und beinahe poetisches Auftreten dem bekannten Verhalten des Piraten entsprechen. Mehrere Logbücher der Alpha-Flotte besagen, der tote Kell sei bis zu seinem Inselversteck auf Galgens End verfolgt und dort von Captain Kent, dem Kommandanten der Möwenflug, hingerichtet worden. Allerdings wurde niemals eine Leiche geborgen, und in den Akten fehlt jegliche Bestätigung seines Todes. Der tote Kell ist kürzlich zurückgekehrt und sucht die Außenwelt heim, indem er Schiffe plündert, die für unsere Bestrebungen im Kristallkrieg unverzichtbar sind. Und auch wenn viele bezweifeln, dass es sich bei diesen Piraten um denselben toten Kell wie in den alten Geschichten handelt, bin ich davon überzeugt, dass sie sich irren. Hier ist irgendeine dunkle Magie am Werk. Wie alle großen Kapitäne besitzt auch der tote Kell eine gewisse Ausstrahlung. Manche bezeichnen sie als Charme, andere als Gefahr. Doch immer wenn man, wie immer man sie auch nennt, so ist doch eines unbestreitbar. Der tote Kell ist ein hervorragender Anführer, der seine Anhänger zu größter Treue anspornt. Die Männer in seiner Mannschaft würden ihm bereitwillig bis ans Ende der Welt und noch weiter folgen, wenn er es ihnen befiehlt. Als fähiger Schwertkämpfer schreckt der tote Kell darüber hinaus vor einem Kampf nicht zurück, sondern stürzt sich stattdessen mitten hinein, genau wissend, dass allein seine Anwesenheit viele Gegner aus Angst um ihr Leben die Flucht ergreifen lässt. Von allen Waffen, die der tote Kell besitzt, ist die Furcht seine mächtigste. Sein Name hat die Grenzen von Zeit und Raum überschritten und nun vielleicht sogar die der Sterblichkeit. Wir sollten uns vor diesem Mann vorsehen, Kommodore Garrick. Die flüsternde Hexe. Laut früherer Berichte des Kapitänsleutnants zählte die als die flüsternde Hexe bekannte Frau schon seit Jahren zur Mannschaft des toten Kell, bevor dieser auch nur von ihrer Existenz erfuhr. Er hatte keine Notiz von der Hexe genommen, da sie sich als männliches Besatzungsmitglied ausgab und dabei den Namen Drolt Barry benutzte, den Namen jenes Sklavenhändlers, der sie aus dem Schoß ihrer Familie entführt hatte. Dabei sollte nicht unerwähnt bleiben, dass sie Barry später tötete und ausweidete. Ein weiterer Grund, warum dem toten Kell das Geheimnis der Hexe verborgen blieb, war, dass sie niemals sprach. Während viele dachten, sie sei stumm, hielten andere sie schlichtweg für schwachsinnig. Dies alles änderte sich jedoch, als der tote Kell die Lichtbogen kaperte. Näheres dazu in Bericht 477. Eine korzianische Galeere, die ein gewaltiges Sortiment an seltenen Relikten und Büchern geladen hatte. Die Hexe konnte es nicht ertragen, mit ansehen zu müssen, wie sich die ungebildeten Matrosen durch diese uralten, unbezahlbaren Artefakte wühlten, und gab deshalb ihre wahre Identität preis.
Zeugen behaupteten, sie habe innerhalb von nur 5 Minuten ein Dutzend Männer abgeschlachtet. Sehr zur Erheiterung des toten Kell. Und wenn einer der Männer starb, küsste ihn die Hexe auf die Stirn und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Was sie ihnen sagte, weiß niemand, doch von diesem Tag an kannte man sie als die flüsternde Hexe. Es heißt, sie würde nur sprechen, wenn sie tötet. Hinsichtlich ihrer Fähigkeiten als Kämpferin heißt es, die flüsternde Hexe sei im Kampf sowohl berechnend als auch präzise. Ihre wirksamste Waffe ist dabei die Manipulation, die sie sowohl auf geistiger als auch auf magischer Ebene einsetzt. Wenn sich ihr die Möglichkeit bietet, bringt sie andere, bevorzugt Unschuldige, zwischen sich und ihren Gegner. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gehängten besitzt die Hexe große Weisheit, die sie durch ein selbst auferlegtes Studium der arkanen Künste erworben hat. Sie schätzt die Magie und die Macht, die sie den Schwachen verleiht. In einem anderen Leben hätte sie sich vielleicht der Scholia Arcana angeschlossen. Vielleicht aber auch nicht. Kapitänin Grivia Grey. Und noch Blutgrimm. Blutgrimm ist ein riesiges, tätowiertes Monstrum von einem Mann. Er war ein Varani-Krieger, der nur selten etwas sagte und lieber seinen Kriegshammer, den Dorn, für sich sprechen ließ. Es hieß, die Größe seines Hammers sei der Grund gewesen, warum ihn die ersten Kapitäne, in deren Mannschaften er aufgenommen werden wollte, abwiesen. Sie hatten Angst, er könnte zu Problemen bei der Navigation führen oder ihre Schiffe sogar versenken. Als ihn dann der tote Kell an Bord seines Schiffes willkommen hieß, schwor Blutgrimm bis zu seinem Tode niemals von seiner Seite zu weichen. Und so geschah es auch. Blutgrimm liebt den unbewaffneten Kampf und hatte in seiner Jugend gegen zahlreiche Jotun gekämpft, deren Knochen und Rüstung er als Siegestrophäen trägt. Vor allem im Kampf Mann gegen Mann sollte man sich von Blutgrimm fernhalten. Er ist der geborene Nahkämpfer, von dem es heißt, er liebe die Musik der Knochen, die in seinen Händen zerbrechen. Abgesehen von seiner gewaltigen Kraft ist Blutgrimm auch noch nahezu unverwüstlich. Das habe ich anders in Erinnerung. Einige behaupten, er habe einen Pakt mit einem Niskaru-Lord oder sogar der flüsternden Hexe selbst geschlossen. Bericht MW35. Trotz seiner Vorliebe für den unbewaffneten Kampf gibt es nichts, was Blutgrimm mehr Freude bereitet als absolute Zerstörung. Und dafür braucht er seinen Hammer. Zweiter Leutnant zur See, Felix. Ach, der Felix. Tagebuch des Baumeisters 1. Ach du Scheiße, das ist groß. Der Aufstieg Greyfalls. Erster Eintrag. Lord Solzwart hat mir sämtliche Freiheiten gegeben, damit ich eine Feste errichte, die alle anderen Lords von Aschengrund beschämt und das Volk der Dwerge mit Stolz erfüllt. Ich habe nicht vor, ihn zu enttäuschen. Wie es unserer Tradition entspricht, werden eben jene Schiffe, die uns hierher brachten, die Grundlagen der Feste bilden. Ihre Masten werden die Decke der großen Halle stützen und ihre Segel unseren Hof beschirmen. Zweiter Eintrag. Der Wald selbst scheint gegen uns zu arbeiten. Wir können die Feste nicht schnell genug errichten, um mit seinem Wachstum Schritt zu halten. Jeden Morgen hat er nahezu alles wieder zurückerobert, was wir am Vortag geschafft haben. Ich brauche mehr Männer. Dritter Eintrag. Ich glaube, dass ich endlich genügend starke Rücken habe, um gegen die Wildnis dieser Insel anzukommen. Ich habe noch nie zuvor derartige Bäume gesehen. Sie scheinen jeden Augenblick weiter zu wachsen und neigen sich dabei nicht der Sonne entgegen, sondern allein in die Richtung unserer Feste. Derart entschlossen scheinen sie zu sein, sie zu vernichten. Vierter Eintrag. Die Insel hatte es noch nie mit einem Baumeister der Dwerger zu tun, und sie hat noch nie erlebt, was er mit einer Armee aus starken Dwergermännern und Sklaven aus fernen Ländern erreichen kann. Ohne diese ersten Sklaventrupps, die Lord Greyfall für die neue Sklavenkolonie im Hafen an der Westküste heranschaffen ließ, wäre unser Werk möglicherweise zum Scheitern verurteilt gewesen. Lord Greyfall plant, diesen Ort zum Zentrum des Sklavenhandels im Frostbruchmeer zu machen, sobald ich mit dem, was hier noch zu tun ist, fertig bin. Fünfter Eintrag. Obwohl sie mit all ihrer Macht gegen uns anzukämpfen scheint, erzittert die Insel unter den Kanten unserer Schaufeln und der Schnelligkeit unserer Äxte. Die Vorstellung, welche Kräfte mir entgegenwirken, beunruhigt mich, aber ich bin dennoch fest entschlossen, sie zu bezwingen. Selbst Lord Greyfall unterstützt unsere Bemühungen trotz seines fortgeschrittenen Alters mit seinem starken Rücken. Jeden Tag legt er sämtliche Pracht ab und schuftet stundenlang ohne Hemd in der kühlen Luft. Sechster Eintrag. Lord Greyfall ist tot. Den Hammer hoch über seinen Kopf erhoben, ließ er ihn auf die hohe Mauer des Turms niederfahren, um einen letzten Nagel des Tages einzuschlagen. Doch das Gerüst war an diesem Tag rutschig und seine Lordschaft verlor das Gleichgewicht und stürzte auf den gefrorenen Boden. Lady Greyfall befahl daraufhin, unsere Torheit einzustellen. Und so brachen wir unverzüglich nach Aschengrund auf. Siebter Eintrag. Lord Greyfalls einziger Sohn, Ansgar Solzwart, Erbe von Greyfall, hat geschworen, die Feste seines Vaters niemals aufzugeben und sie ihm zu Ehren fertigzustellen. Lady Greyfall hat keine andere Wahl, als sich zu beugen. Die Arbeit geht weiter. Achter Eintrag.
Es ist vollbracht. Der Thronsaal ist ein atemberaubender Anblick, der jeden anderen in Aschengrund überstrahlt. Der Herr der Feste blickt von seinem Thron über die lange Tafel hinweg, an deren Seiten sich Treppen ebenso ehrfurchtgebietend wie geheimnisvoll zur darüberliegenden Galerie hinauffinden. Das Holz im Inneren wurde auf ewigen Glanz poliert, und die Teppiche auf dem Boden bestehen aus der weichsten nur vorstellbaren Wolle von den zahlreichen Wesen auf dieser Insel. Im Außenbereich liegt der geschäftige Hof im Schatten der Mauer mit ihren gewaltigen Gravuren. Gesäumt wird er von zahlreichen Ständen, an denen die verschiedensten Waren von jenseits des Meeres angeboten werden. Im Hintergrund dieser Szenerie liegt in der Mitte die Feste mit der Bibliothek und dem Hausstand der zukünftigen Braut seiner Lordschaft an den Seiten. An jedem anderen Ort würde man allein ihre Gemächer als Palast bezeichnen. Und selbst der Bestienpferch, so sehr es in ihm auch von schmutzigen Tieren wimmeln wird, ist ein Juwel unter seinesgleichen. Funktional und für seinen Zweck perfekt geeignet, möchte ich sagen. Mein größtes Werk ist endlich vollendet, sodass nun die Vorbereitungen für die Hochzeit und die Eröffnung der mächtigen Feste Greyfall getroffen werden können. Nie zuvor gab es ein prächtigeres Hochzeitsgeschenk oder ein deutlicheres Monument für den Ruhm und die Sturheit des Volkes der Dwerger. Die Flucht. Sie kommen. Diese entsetzlichen Erscheinungen sind einfach, wie durch finstere Macht, hinter unsere Verteidigungsanlagen aufgetaucht. Obwohl wir unsere Abwehrreihen gut besetzt hatten, wurden wir überrumpelt. Ohne auch nur einen Tropfen Blut oder einen Mann verloren zu haben, stehen sie vor unseren Toren. Lord Greyfall hat den vollständigen Rückzug und die Flucht auf unsere Schiffe angeordnet und nicht ein einziger von uns hat widersprochen. Seine Lordschaft hat befohlen, die Feste bis auf die Grundmauern niederzubrennen und diese Aufgabe fällt mir zu. Aber ich bringe es nicht über mich, sie in Brand zu stecken. Heute Morgen habe ich den Gnomenmagier aufgesucht, einen Besucher von der Scholia Arcana, damit er meinen prächtigen Palast gegen jegliche Eindringlinge wappnet, was zweifelsohne in seiner Macht steht. Ich weiß nicht, was der unverschämte Zauberer im Sinn hat, aber er hat mir versichert, dass weder diese Erscheinungen noch sonst jemand die Feste jemals erobern wird. Ich habe vor, ihre Zugänge so gut wie möglich zu verschließen und mich dann durch den Tunnel zum Strand zu begeben. Seine Lordschaft ist heute Morgen aufgebrochen und auf einem unscheinbaren Handelsschiff in See gestochen. Betraut mit der Aufgabe, mein Lebenswerk zu zerstören, werde ich als Letzter gehen. Und auch wenn es mich fast ebenso sehr schmerzt, wie die Feste den Flammen zu überlassen, habe ich keine andere Wahl, als den Tunnel mit Sprengstoff zu versiegeln. Ich bete dafür, dass dies und die Vorkehrungen des Magiers ausreichen, um die Feste zu erhalten, damit sie noch steht, wenn wir zurückkehren, um die Insel wieder für uns zu beanspruchen. Die letzten Augenblicke. Dies ist fraglos mein letzter Eintrag. Als wir aus dem Tunnel kamen, dachten wir hätten das Schlimmste hinter uns. Die Küste war leer und am Horizont waren keine Masten zu sehen. Doch sobald wir die Bucht verließen, waren wir von allen Seiten umzingelt. Wie bei den Göttern konnten sie von den Toren aus schneller hier sein als wir. Ihre Enterhaken krallen sich in die Wand hinter mir und ich höre die ersten Stiefel auf das Deck über mir krachen. Die Schreie des Bootsmanns sind kaum zu ertragen. Als nächster bin ich dran. Sie sind schon vor der Tür. Ich bin gefangen. Mögen mir die Götter vergeben, aber diese entsetzlichen Erscheinungen werden mein Leben nicht zu ihrer Beute zählen können. Dieser Preis gehört mir allein. Okay, also irgendwer scheint da versucht haben, Greyfall zu übernehmen. Das Gebetsbuch der Nachfolgerin. Übergabe meines Herzens. Die Zyklen verändern sich, die Sonne ist untergegangen. Es ist an der Zeit, meinen Namen, mein Herz zu übergeben. Akara wird mich begleiten und seine Weisheit an jene weitergeben, die vor mir kamen, und an jene, die mir nachfolgen. Akara, Vater, segne mich mit deinem Anblick. Akara, Vater, führe mich auf deinen Pfad. Akara, suche mich auf, damit ich deine zahllosen Segnungen erfahre. Lass mich in offene Arme reisen, ohne Furcht, und lass mich wissen, dass ich ein Leben der Sinnhaftigkeit für ein Leben des Dienens hinter mir ließ. Lass mich die alten Sprachen sprechen, damit ich die Mysterien ergründe, die jenseits dieses Schleiers der Zeit warten. Jenen, die zurückbleiben, sage ich, dass ich euch preisen werde, denn ich kehre zurück mit den Gaben des Vaters, mit der Weisheit Akaras, und alle werden wieder vollständig sein. Die Zyklen verändern sich. Die Sonne ist untergegangen. Ich werde weinen, doch ebenso lachen. Ich werde für alle Zeiten eine der meinen sein, selbst wenn ich die Worte des Himmels spreche und den Willen eines Gottes umsetze. Nimm meine Hand und führe mich zurück in dein Herz, Akara, denn dies ist der Weg der Nachfolgerin. Dies ist dein Wille. Die Nachfolgerin. Das Ladungsverzeichnis der Kettenfisch. Tag 78. Ankunft in Rathia aus Adessa. Ruhiger Tag. Stille See, klarer Himmel. Vorräte sind verfügbar, aber teuer. Verfluchte Alpha. Der Bootsmann bittet um Verschiebung der Abfahrt, hat eine Wahrsagerin in der Prüderie aufgesucht, abergläubischer Narr. Wir bereiten uns ungehindert vor, in See zu stechen. An das Gefängnis gelieferte Ladung. Zwei Mörder, ein Betrüger.
haben ein paar neue Gesichter für unsere Reise zur Obsidian-Insel an Bord genommen. Das Ladungsverzeichnis lautet Zelle 1, Eierlord Ingwild. Zelle 2, Alvrir Aker. Zelle 3, Zeot Gurtfurt. Achso, Varani männlich, Almain männlich. Zelle 4, Mydre Bedach. Dokhalfa weiblich. Zelle 5, Urtan Kotti, Ljoshalfa männlich. Zelle 6, Wine Zünrik. Wine Zünrik, Alpha männlich. Mack Pemson, Gnom wahrscheinlich, männlich. Olaf Aswaldson. Er war einer von den Leuten, die... Er war einer, die mit ausgebrochen sind. Und die Leute haben ihn mit letzter Macht da irgendwie eingesperrt und wir haben ihn befreit. Das ist das Buch, Die Kettenfisch. Beck Müs, Dokhalfa männlich, Abwür Gorvet, Dokhalfa männlich. Ich hoffe, die Götter gönnen uns eine friedliche Fahrt und ein offenes Meer. Captain Scon, Kettenfisch. Hätten wir das mal vorher gelesen, dann hätte ich den Typen gleich abgestochen. Protokoll der Bittgesuche. Bittgesuche an Lord Greyfall. Auf Anweisung von Ansgar Solfswart, dem zweiten Herrn von Greyfall hin, sind hier die vorgebrachten Bittgesuche aufgeführt. Stark Njolf war der Erste, der vor dem Thron trat und seine Lordschaft demütigst bat, etwas gegen ein lästiges Nest der auf der Insel Varalin heimischen Schädlinge zu unternehmen. Er behauptet, die Scuffs hätten wiederholt seine Ernte zerstört und sogar einige der kleineren Viehbestände gerissen und verschleppt. Seine Lordschaft schwor auf den Thron: Ich werde ihre Panzer auf meinem eigenen Knie aufbrechen und jegliches Übel trinken, das aus ihnen heraussickern mag, um euch von ihrer Pestilenz zu befreien. Die Vorbringung der Bittgesuche wurde durch die Ankunft dreier Kandidaten unterbrochen, die zur Billigung durch seine Lordschaft aus Aschengrund entsandt wurden. Während der Zusammenkunft des kleinen Rates vor einem Monat hatte Lord Greyfall die, unleserlich, der Galerie mit dem besten angeordnet und Anweisungen an die Obsidian-Insel gesandt, einen geeigneten Mann für diese Aufgabe zu finden. Lady Greyfall drängte seine Lordschaft zwar weiterhin, den Raum über der großen Halle einer zweckmäßigeren Verwendung zuzuführen, doch er bleibt wie immer ungerührt. Der letzte, der vor seine Lordschaft trat, war ein selbsternannter Poet, der erst kürzlich auf Geheiß des Rates von Aschengrund eingetroffen war. Er legte das Edikt des Rates vor, dass die Insel Varalin in schmeichelnden Versen zu rühmen sei, um die niederen Stände sowie die Händler dazu zu bewegen, sich in unserem neuen Dwergerreich niederzulassen. Obwohl Lord Greyfall nur wenig Geduld mit dem verweichlichten Boten hatte, gewährte er ihm 2 Monate seiner Gastfreundschaft, damit dieser jeglichen Unsinn niederkritzeln könnte, nachdem seine Gönner von der Obsidian-Insel verlangten. Seine Lordschaft empfahl außerdem Aschengrund, solle die Schiffe dieser Siedler bei... Ich kann nicht mehr lesen. War auch schon viel, aber jetzt kann ich auch einmal nicht mehr lesen. Komm, wir haben noch ein bisschen. Seine Lordschaft empfahl außerdem Aschengrund, solle die Schiffe dieser Siedler bei deren Ankunft verbrennen, damit diese nicht sofort wieder kehrt machen können, wenn sie die Wahrheit hinter den vergoldeten Geschichten des Poeten erkennen. Alle weiteren Angelegenheiten betrafen die an diesem Abend stattfindende Hochzeitsfeier, die Lord Greyfall jedoch gänzlich in Lady Greyfalls fähige Hände legte. Da derartige geschäftliche Angelegenheiten für das Reich nicht von Belang sind, werde ich sie hier auch nicht festhalten. Brief an Bridget. Bridget, ich weiß, wie du dich fühlst, denn ich war einst in derselben Situation. Die Nachfahrin zu werden, ist die größte Verantwortung, die es auf der Welt gibt. Du musst darauf vorbereitet sein, deinen eigenen Schwächen ins Auge zu blicken und sie zu überwinden. Akaras Gefäß darf nicht beschädigt sein. Doch verzweifle nicht, Bridget. Du und ich, wir kennen uns seit Jahren, und ich wüsste niemanden, der einer solchen Ehre würdiger wäre. Akara wird die Kraft, die du bereits besitzt, nehmen und sie 100-fach verstärken. Er wartet auf dich, so wie er vor all den Jahren auch auf mich gewartet hat. Es ist richtig, dass du Angst hast, denn dich erwartet die Macht eines Gottes, aber du solltest dich auch freuen. Die Nachfahren bewirkt große Dinge. Was auch immer geschieht, du darfst dich nicht verändern. Für die Pflichten der Nachfahren ist es unabdingbar, dass du dir deine Neugierde, deine Bereitschaft zu fühlen und deine Liebe für den gewöhnlichen Mann und die gewöhnliche Frau erhältst. Nun, da ich Abschied nehme, wirst du sie anführen. Ich weiß, dass ich sie in fähige Hände übergebe. Die deine, Pima, die jetzt auch schon tot ist. Ups. Die Faszination von Galgensend. 9. Namensgebung. Der gebräuchliche Name der Insel Galgensend leitet sich von ihrem berühmtesten Bewohner ab, dem toten Kell.
Dieser Plünderer zur See und Piratenkönig hatte verkündet, er würde seine Mordserie erst dann einstellen, wenn die Flotte der Alpha sein geheimes Versteck entdeckte und ihn als Zeichen ihrer Stärke hoch oben auf den aufragenden Klippen aufhängte. Ich werde niemals aufhören, weder im Leben noch im Tod, und diese Welt wird noch lange brennen, selbst wenn ich am Galgen ende. In einer symbolischen Geste errichtete der tote Kehl sogar seinen eigenen Galgen auf einem nördlich gelegenen Kap hoch über dem Meer. Mehrere Jahrzehnte hinweg wartete dieser Strick auf ihn. Er war ein Beweis für die Verwegenheit und den sonderbaren Humor des Piraten. Der tote Kehl wurde letztlich von seinen Häschern gestellt, als sein mächtiges Schiff, die Sturmbringer, aufgebracht wurde. Begleitet von den geschwärzten Leichen seiner treuen Gehängten, sank der Mann mit seinem Schiff auf den Grund des Frostbruchmeeres. Keine der Leichen wurde je geborgen oder zur Identifizierung nach Rathir gebracht, und die Belohnung für seine Gefangennahme oder Tötung wurde niemals eingefordert. 4. Geflüster Eratels. Warum ist die 9 1 und die 4 2? Naja. Auf Grundlagen kürzlich entdeckter archäologischer Beweise ist offenkundig, dass die ersten zivilisierten Bewohner Galgens-Ends die geheiligten Errati waren. Wie lange ihre Herrschaft dauerte, bleibt jedoch weiterhin ungewiss. Beweise für die frühere Anwesenheit der Errati sind auch heute doch überall auf der Insel zu finden, hauptsächlich in Form von Ruinen. Das herausragendste dieser Bauwerke ist der monumentale Ring des Wächters, ein Kreis aus Menhiren, der vom Gipfel im Norden der Insel auf die Insel hinabblickt. Man vermutet, dass die Errati vor ihrem Weggang von der Insel eine mächtige Wesenheit in der 10. Die Dwerger und Zolzwart. Es war nur eine Frage der Zeit, dass die Insel Galgensend von Dwergerseeleuten eingenommen wurde, die von ihren starken natürlichen Verteidigungen, der schmalen Fahrrinne und dem geschützten Riff vor der Nordküste angezogen wurden. Und auch wenn es niemand je offen zugegeben hat, so wurden sie außerdem von etwas Tieferem angezogen, einem sonderbaren, beinahe übernatürlichen Zwang. Um eine dauerhafte Präsenz auf der Insel zu errichten und ihre langfristige Sicherheit zu gewährleisten, gruben die Dwerger tief in die Hochebenen und die Klippen in der Küste hinein und erschufen dabei eine Reihe von Stollen aus Holz und Lehm, die Wehren genannt werden. Dieses Netzwerk von Durchgängen erstreckt sich sowohl über die gesamte Hauptinsel als auch bis hin zu kleineren Inseln, die sich über die Ufer und Sandbänke verteilen. Somit liegt die Vermutung nahe, dass all diese Gänge miteinander verbunden sind. Der Anführer der tüchtigen Zwerge war der Dwergerberserker Ansgar Zolfswart, Sohn von Ulfsten, ein Lord der Obsidianinsel. Häuptling Ulfsten verstarb während der Landung auf der Insel, die von den Dwerger schnell Varalin getauft wurde, was in ihrer Sprache so viel wie gefährlich bedeutet. Nach dem Tod seines Vaters ließ Solfswart ein Lager auf den südlichen Stränden der Insel errichten und begann mit der Arbeit an der Greyfall-Feste, einer ungeheuerlichen Behausung, die sich mit keinem anderen Dwergerbauwerk vergleichen lässt. Dort aufgefundene Artefakte legen nahe, dass Solfswart geplant hatte, einen Umschlagplatz für Sklaven zu errichten, der den Einflussbereich der Dwerger bis weit ins westliche Frostbruchmeer ausdehnen würde. Ich muss mal eben gucken. Wie lange sind wir schon dabei? 32 Minuten lese ich schon vor. Eieiei. Oh, wir haben trotzdem noch viel. Und wir haben super viel, was ich nicht mal in den Plunder packen kann. Oh, es wird immer mehr. Es wird immer mehr, was wir hier nicht loswerden können. Verdammtes Ding. Ja. Komm, das Kompendium 1. Kompendium der Völker Amalurs von Lexius dem Alten. Kapitel 1. Die Almain. Geschichte der Almain. Die Almain sind ein Volk von Menschen, dessen Anfänge eng mit dem Aufstieg des Kriegsherren Balfort Almer verbunden sind, auch bekannt als Almer der Tapfere oder König Almer. Unter seinem Banner gründeten die Menschen der Alpha-Lande etwa 177 VAR vor dem Arkanen eine Zivilisation und wurden zu einer vorherrschenden Macht. Das Herz der Nation liegt rund um Port Myria und die Gebiete südlich und westlich von Dalentat. Eine vollständige Geschichte des Volkes findet sich in Der Aufstieg der Almain von Ceria Caretten. Aussehen der Almain. Die Almain weisen eine größere biologische Vielfalt auf als alle anderen Völker der Feinlande. Von dunklerer Haut als die Dokalfa bis fahlerer Haut wie die Varani, von klein wie ein Gnom bis groß gewachsen wie ein Jotun. Die Mehrzahl der Almain in den Feinlanden sind aus Port Myria emigriert und haben meist eine bronzefarbene Haut mit braunen Haaren und Augen. Als Einwanderer sind die Almain meist in einfache Kleider gewandelt, die in schlichten Farben gehalten und kaum verziert sind. Zeremonielle und religiöse Kostüme können jedoch ebenso aufwendig sein wie die der Alpha. Die Kleidung der Almain besteht meist aus Leder, Fellen und Stoffen wie Baumwolle oder normaler Wolle. Gesellschaft der Almain.
Die Gesellschaft der Almeien basiert auf Ordnung und strengem Arbeitseifer. Kodizes und Doktrinen des geregelten Lebens sind im gesamten Gebiet der Almeien zu finden. Auch Siedler müssen sich daran halten. Die Almeien verehren Mitaru häufiger als andere Gottheiten. Gesetze beruhen meist auf den Lehren der Stimme der Drei, also des heiligen Ottwigs, Eadrix und Hedwins. Unter König Almers Herrschaft lebten die Almeien traditionell in einem Lehnwesen. Dies ist auch heute noch unverändert. Es gibt dogmatische Unterschiede zwischen dem Adel und dem einfachen Volk. Obwohl es viele almeinische Händler gibt, sind sie nicht so geschäftstüchtig wie die Warani und dienen eher als örtliche Versorgungsquelle denn als eigene Klasse. Die Almeien werden von den Warani als bescheidenes Volk betrachtet, von den Alpha hingegen als fremdenfeindlich und eigenstirnig. Sie hegen ein tiefes Misstrauen gegenüber den Feien, da diese den Lehren Mitarus nicht folgen. Kompendium 8. Die Ljosalfa. Geschichte der Ljosalfa. Die Ljosalfa stammen wie ihre Vettern die Dokhalfa von demselben ursprünglichen Alpha-Volk ab, das aus Eisighorn kam, dem kalten und unwirtlichen Land jenseits der See im Norden. Die Alpha ließen sich in Glen Sutain nieder, wo die Ljosalfa eine Zivilisation begründeten. Die Dokhalfa blickten über die Kälte Glen Sutains hinaus und zogen aus, um andere Teile der Welt zu besiedeln. Die konservativen Ljosalfa zogen die natürliche Schönheit der Wälder vor, die sie in Glen Sutain vorfanden. Die Alpha lebten viele Jahre lang Seite an Seite und sahen zu, wie die anderen Völker begannen, ihre kleinen Zivilisationen aufzubauen. Die Elben, insbesondere die Ljosalfa, begannen die gefrorenen Lande, die sie umgaben, zu lieben und zu schätzen. Zuerst errichteten sie Firol, später eine Stadt namens Tolundrei, östlich von Glen Sutain. Die Ljosalfa betraten die Feinlande nur mit den Dokhalfa, mit denen sie trotz ihrer unterschiedlichen Philosophien eine einzigartige Beziehung verband. Aussehen der Ljosalfa. Die Ljosalfa sind größer als die meisten Menschen, haben fahle, seidige Haut und helle Haare. Sie wirken schlank, sind aber alles andere als schwach. Die Ljosalfa haben eine enge Verbindung zur Natur und bevorzugen daher die Farben, die in ihrer Umgebung vorherrschen. Weiß, blau, rosa und gelb in allen Schattierungen. Die Adligen und Kaufleute der Ljosalfa tragen auch Kleidung in königlichen Farben und Tönen. Die Kleidung der Ljosalfa ist nicht an die Kälte ihrer Heimat angepasst, da sie sich auf natürliche Weise an das Klima gewöhnt haben und Magie einsetzen, um ihre Resistenz extremen Temperaturen gegenüber zu erhöhen. Gesellschaft der Ljosalfa. Die Alpha-Völker leben im Einklang mit den magischen Kräften der Welt und auch die Ljosalfa sind keine Ausnahme. Einige der mächtigsten Zauberer Amalurs waren Ljosalfa. Ja, es waren die Ljosalfa, die die Menschen zu Beginn dieses Zeitalters des Arkanen überhaupt den Umgang mit der Magie lehrten. Ähnlich wie die Almeien legen die Ljosalfa Wert auf Ordnung und Struktur. Ihre Gesellschaft ist entsprechend reglementiert. Das höchste Gut für die Ljosalfa ist die Gerechtigkeit und ihr Gott Ynadon. Der Ljosalfa-Orden der Justiziare ist beispielsweise eine Gruppe von reisenden Mönchen, die Streitigkeiten beilegen und Urteile in Rechtsangelegenheiten fällen. Details zu den Justiziaren und der Religion der Ljosalfa findet sich im Standardwerk Das Hohe Gesetz. Die Ljosalfa unterscheiden sich von den Dokhalfa darin, dass sie zwar Lyria als Göttin der Magie und des Glücks anbeten, diese beiden Elemente aber nicht als Selbstzweck betrachten. Beide sind ein Mittel, um einen gerechten und richtigen Staat zu erreichen. Der religiöse Anführer der Ljosalfa ist die Nachfahrin, eine Tochter des Königsgeschlechtes, die von den Justiziaren großgezogen und beschützt wird. Dem Dienst an Ynadon verpflichtet, gilt sie als lebende Inkarnation der blinden Unbefangenheit der Gerechtigkeit und ist im Grunde die Hohepriesterin der Justiziare. Und Nummer 14. Die Warani. Geschichte der Warani. Dieses Volk soll von denselben Vorfahren abstammen wie die Almeien. Es ist vor langer Zeit nach Norden migriert, fort von den fruchtbaren Landen des südlichen Alfaria. Das Wort Warani stammt von dem Jotunwort für Reisender oder Händler. Trotz unzähliger Versuche der Almeien, der Alpha und anderer, die Warani unter ihren Einfluss zu bringen, ist das Volk bis heute unabhängig von jeder Regierung. Angeblich hat der Wunsch nach dieser Unabhängigkeit die Warani von den menschlichen Königreichen der Almeien und Bassavin fortgetrieben. Die Warani leben sowohl an der Küste selbst, als auch auf den Inseln entlang der Küste. Aussehen. Die Warani sind etwa ebenso groß wie die Almeien, meist jedoch etwas hellhäutiger und hellhaariger. Oft tragen sie aufwendige Tätowierungen oder Schmuckstücke als Kontrast zu ihren praktischen, auf das kalte Wetter ausgerichteten Kleidung. Diese Kleidung kann sowohl den Mühen von Seereisen standhalten, als auch der Kälte der Eisbruchküste, der Heimat der Warani. Ihr Schmuck besteht meist aus Gold, Adelige tragen oft auch Seide oder Pelz. Der Einfluss anderer Kulturen ist an der Kleidung deutlich zu erkennen. Insbesondere die satten Farben der Alpha spiegeln sich hier wider. Die Männer der Warani tragen meist lange Bärte, die sie oft flechten. Die Frauen tragen in der Regel Zöpfe. Gesellschaft.
Die Warani sind ein nomadisches Seefahrervolk, das entlang der Eisbruchküste und in anderen Landen an der Nordküste lebt. Sie haben kleine Siedlungen, die als Handelsposten dienen und sind eher Handelssegler als Bauern oder Fischer. Die Gesellschaft der Warani ist eine Meritokratie, in der die Geschlechter gleichgestellt sind. Alle Rollen an Bord der Schiffe werden geschätzt. Mögen sie auch nicht völlig gleichwertig sein, so hat doch jede Rolle ihren Sinn und Zweck. Die Warani glauben, dass jeder, der listig ist und seinen Mann oder seine Frau stehen kann, einen Platz an Bord eines Schiffes verdient. Längst nicht so religiös wie die Almaien, gelten die Warani als sehr abergläubisch. Sie tragen Amulette, um das Böse abzuwehren. Es gibt keine einheitliche Religion. Die Warani sind jedoch empfänglich für Zeichen und Omen und glauben an das Glück. Im Mittelpunkt ihres Aberglaubens steht das Meer, dem sie mit großem Respekt begegnen. Kapitel 5. Die Dokhalfa. Geschichte. Die Dokhalfa sind ein uraltes Volk, dessen lange Geschichte bis zu den Anfängen Amalurs zurückverfolgt werden kann. Wie alle Alpha stammen sie aus einem gefrorenen Wald namens Glen Sutain. Aus nicht bekannten Gründen wurden die Dokhalfa von ihren wintrigen Verwandten, den Liosalfa, siehe Kapitel 8, getrennt. Einige Gelehrte vermuten den Auslöser der Trennung im Durek-Alpha-Krieg. Während viele Yosalfa im kalten Norden blieben, ließen die Dokhalfa sich in anderen Teilen des als Alfaria bekannten Landes nieder. Die größte Gruppe von Dokhalfa ließ sich in der Eratel-Ebene nieder, wo sie die Stadt Rathia als Zentrum ihrer Zivilisation errichteten. Eine umfangreiche Geschichte der Dokhalfa findet sich in Lyfarstia von Ormen von Rathia, die Gründung Rathias. Von Grineus ist ein weiteres Standardwerk zu diesem Thema. Haben wir, glaube ich, zumindest das erste, meine ich, haben wir gelesen. Aussehen. Die Dokhalfa gleichen ihrem Aussehen den Yosalfa, haben jedoch eine etwas dunklere Hautfarbe. Sie sind durchschnittlich 2 Meter groß und wiegen 70 bis 80 Kilogramm. Unter Gelehrten herrscht Uneinigkeit über die Herkunft ihrer von Natur aus athletischen Physiognomie, doch generell sind die meisten Dokhalfa recht schlank. Je nach Situation oder Gast schmücken sie Haare, Gesicht oder Kleidung. Der Großteil ihrer Kleidung würde nach den Standards der Almaien, der Yosalfa und auch der Warani als verführerisch bezeichnet werden. Gesellschaft. Die Dokhalfa beten Lyria an, die Göttin der Magie. Ihre Gesellschaft ist um ihre Religion herum aufgebaut. Sie halten viele Zeremonien zu Ehren ihrer Göttin ab. Die Regierung Rathias wird von den Priestern und Priesterinnen dieser Religion angeführt, bekannt als die Söhne bzw. Töchter Lyrias. Die Dokhalfa sind eine matriarchalistische Gesellschaft, deren politischen und wirtschaftlichen Anführer zum Großteil Frauen sind. Freunde, wir haben nicht mehr viel. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Bücher. Aber, Leute, ich muss erstmal eine Pause machen. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich werde hier kurz eine Pause machen und dann geht's gleich weiter. Okay, Leute, ich habe was getrunken. Ich hoffe, ich bin fertig. Wir fangen an mit Zephyns Aufzeichnungen. Alpha Kriegsschiff 3. Das Wrack war derart zerstört, dass ich kaum noch sagen ließ, ob es einst wirklich ein Schiff gewesen war. Der Kapitän lebte noch, zumindest für einige Augenblicke. Sie waren offenbar auf dem Weg von Melsenshir zurück nach Rathir. Sie haben die Stadt zwar nie erreicht, aber zumindest müssen sie nun nicht mehr kämpfen. Rote Legion Schaluppe 2. Die Mitglieder der Roten Legion sind nicht mehr die gefürchteten Piraten, die sie einst waren, aber sie sind auf dem Frostbruchmeer noch immer häufig anzutreffen. Dass das Holz dieses Schiffes von Zwergenfeuer versenkt ist, wurde es offenbar von einem Dwergerpiraten angegriffen. Es gab keine Überlebenden. Masariol Zirkusschiff 1. Ich selbst habe dieses Schiff zuletzt gesehen, als ich noch ein Junge war, aber aus irgendeinem Grund hatte sich dieses Zirkusschiff weit nach Norden gewagt. Die leuchtenden Farben, in denen es gestrichen war, hatten es verraten. Es gab zwar keine Überlebenden, dafür aber einen Behälter mit Wein, den ich für eine zukünftige Verwendung sicher versteckt habe. Gnomische Trireme 2. Ein weiteres Scholarenschiff, das angespült wurde. Was auch immer sie erforschen wollten, wird noch eine Weile ein Geheimnis bleiben müssen. Ich habe unzählige Bücher und Notizen gefunden, aber nichts von Wert. Also habe ich das Papier benutzt, um in den letzten Nächten mein Feuer am Brennen zu halten. Almein Gastschiff 1. Als ich das Wrack fand, gab es noch etwa ein Dutzend Überlebende. Aber dann wurde ich vom toten Kell angegriffen. Ich bin gerade so mit dem Leben davongekommen, kann das selber aber nicht für die Siedler sagen. Arkane Karacke 1. Es ist immer ein wenig gefährlich, das Wrack eines Magierschiffs zu durchsuchen. Es gibt dort überall magische Fallen. Zum Glück habe ich jedoch keinen meiner Finger verloren und außerdem einen hübschen Zauberstab gefunden. Ich werde wohl versuchen, ihnen Trostkap gegen etwas Nützlicheres einzutauschen.
Dwerganisches Piratenschiff 3. Dieses Wrack lag schon eine ganze Weile dort, vielleicht schon seit der Zeit, als die Dwerger die Insel besiedelten. Es hat jede Menge Seestall an Bord. Ich könnte es vielleicht Paddy geben, falls es ihm jemals gelingt, diese Feste in Besitz zu nehmen. Die Reise der Barufakir. Die Barufakir war eines der beiden königlichen Schiffe der Dwerganischen Flotte unter dem Kommando von Prinz Kaleva Maat. Ihr Schwesterschiff, die Nagelfar, wurde von Kalevas Vater König Maat befehligt. Während des Königs Schiff jedes Meer sicher befahren konnte, war das Schiff des Prinzen außerordentlich schnell. Sie segelten gemeinsam an der Spitze ihrer Flotte, um für die Dwerger in den fernen Landen von Grundholm eine neue Heimat zu finden. Eines Tages stieß die Flotte auf ein Eiland, das für eine Besiedlung wie geschaffen zu sein schien. Da die Nagelfar bereits näher an die Küste war, machte sie sich auf die Suche nach einem geeigneten Landeplatz, während die Barufakir die küstennahen Gewässer erkundete. Dabei näherte sich Kalevas Schiff unweit der Insel einem mörderischen Sturm. Jenseits des Sturms erkannte der Prinz jedoch die schattenhaften Umrisse einer Insel. Vom Sturm unbeeindruckt hielt der Prinz im festen Glauben, die Geschwindigkeit der Barufakir würde ihn beschützen, unerschrocken auf die Insel zu. Als das Schiff die Ausläufer des Sturms erreichte, wurde es von diesem mit all seiner Macht erfasst. Riesige Wellen schleuderten die Besatzung der Barufakir in die tosende See und warfen das stolze Schiff auf das tödliche Riff, das die verborgene Insel umgab. Und obwohl er sich mit seiner ganzen Kraft festklammerte, wurde auch Kaleva von Bord geschleudert, als die Barufakir unter seinen Füßen zerbarst. Bewusstlos und im Tode nahe wurde der Prinz an den Strand der verborgenen Insel gespült, wo er erst nach einigen Tagen hungrig und durstig wieder zu sich kam. Vor der Küste wütet noch immer der Sturm und nahm den Prinzen die Sicht auf das dahinterliegende Meer. Das Wrack der Barufakir, das der Sturm auf das Riff geworfen hatte, begann langsam im Meer zu versinken. Und obwohl Kaleva überall nach Überlebenden suchte, fand er am Strand nur zerschmetterte Leichen. Niemand außer ihm hatte überlebt. Nachdem er sie nach Vorräten durchsucht hatte, übergab er seinen Männern die Tiefen der See und baute sich einen kleinen Unterschlupf. Am Ende der ersten Woche erkannte Prinz Kaleva, dass er nicht allein auf der Insel war. Ich trinke mal eben wieder einen Schluck, einen Moment, weil mein Hals fängt an zu kratzen, aber jetzt mache ich auch nicht mehr Ende. Getränk, ich sollte das offen lassen. Ja, ich sollte es zulassen. Die Flasche ist nicht mehr die stabilste. Das Tagebuch von Mypha. Ich werde niemals begreifen, wie ich auf dieser gottverlassenen Insel landen konnte. Ich führe hier ein elendes Leben, gezwungen den Wünschen eines kleingeistigen Narren nachzukommen. Ich bezweifle, dass ich so jemals wieder in das Leben zurückkehren werde, das ich verdiene. Letzte Nacht hat Alda ohne Unterlass über Akara gelabert. Ich saß nur da, lächelte und gab vor, mich für seinen Gott zu interessieren. Ich habe Neuigkeiten für dich, Alda. Akara schert sich einen Dreck um dich. Wenn überhaupt, lacht er vermutlich darüber, was für ein Tanz dieser Einfallspinsel aufführt, um ihn glücklich zu machen. Ich schätze, Paddy ist in Ordnung. Wir sind ziemlich gut befreundet, auch wenn er vielleicht ein wenig zu sehr von dieser Feste besessen ist, um ehrlich zu sein. Wäre ein Leben in der Feste für jemanden von meinem Rang weitaus angemessener. Aber ich bezweifle, dass wir die Monster jemals von dort vertreiben können. Zephyn könnte uns vermutlich helfen, aber der interessiert sich nur für seine Schiffswracks. Ich schwöre, dass mich manchmal der Eindruck beschleicht, er fühle sich in Gegenwart der Toten wohler als unter den Lebenden. Aber zumindest hat er die richtige Einstellung und versucht, etwas aus seinem Leben zu machen. Kilian andererseits, nun, in einem anderen Leben könnten wir beide uns vielleicht nahestehen. Nicht, dass wir nicht schon einige Nächte unter demselben Zeltdach verbracht hätten, aber wir kommen nun mal aus verschiedenen Welten. Nichtsdestotrotz muss es für den Moment genügen. Ich kann nur hoffen, dass ich eines Tages wieder die Welt bereisen und an den besten Höfen des Landes empfangen werde. Obwohl auch das unter Umständen unmöglich sein wird, vor allem nach dem Debakel zwischen uns und den Tuatha, für das ich verantwortlich war. Ich hatte Gutflow einfach völlig falsch eingeschätzt. Vielleicht wäre es besser für mich, wenn ich einige Zeit in einem anderen Teil der Welt verbrächte. Hauptsache, sie ist ein wenig zivilisierter. Und bis dahin muss ich wohl mein Los auf dieser Insel ertragen. Hat die Frau versucht, irgendwelche Verhandlungen mit Gutflow zu führen? Eieiei. Das Tagebuch von Kronprinz Kaleva, nachdem die Barufakir gestrandet ist. Tag 1. Die Barufakir ist weg, zusammen mit meiner Besatzung. Mag sein, dass der Vater von mir enttäuscht ist, aber er war in seiner Jugend nicht weniger ungestüm. Ich bin sicher, der wird es verstehen. Wenn man die Stärke des Sturms bedenkt, der dieses winzige Eiland umgibt, rechne ich nicht damit, in nächster Zeit gerettet zu werden. Ich bin allein, aber ich gebe nicht auf. Meine Leute werden mich nicht vergessen. Tag 2. Nach und nach wurden die von der See zerschundenen Leichen meiner Männer angespült. Ich habe sie allesamt standesgemäß bestattet, indem ich sie mit Steinen beschwert und ins Meer geworfen habe.
Mögen sie für immer in den Tiefen des Meeres ruhen, während ich hier dem Sturm beobachte, der sich einen Spaß mit mir zu machen scheint. Auf die Barifakia ist mittlerweile auf dem Riff gestrandet. Sie ist völlig zerstört und wird früher oder später von der Flut mitgerissen. Tag 3. Bedauere ich meinen Versuch, auf dieser Insel zu landen? War mein Unterfangen töricht? Vielleicht. Aber das Einzige, das schmerzt, ist der Verlust der Barifakia. Kein besseres Schiff hat je die 10 Meere bereist, mit Ausnahme der Nagelfar. Meine Männer traten nur ihre Pflicht an und gingen mit Stolz in den Tod. Doch das Schiff ist unersetzlich. Das ist das ganze Ausmaß meines Versagens und die Schande, die ich ertragen muss. Tag 4. Es werden keine Leichen mehr angespült. Allerdings fehlt die Hälfte meiner Männer. Ob sie wohl überlebt hat? Hat mein Vater sie aufgelesen? Oder sind sie in den Tiefen der See versunken, wo Krabben und Aale sie verschlungen haben? Tag 5. Ich habe heute beschlossen, die Insel zu erkunden. Als mich dürstete, kniete ich mich nieder, um aus einem klaren, kalten Teich zu trinken. Da bemerkte ich, dass ich nicht allein war. Einige Feen hatten sich mir genähert, bezaubernd, doch schön und verlockend. Doch als ich mein Schwert zog und darauf wartete, verzaubert zu werden, verzichteten sie darauf, ihre Magie zu benutzen. Stattdessen brachten sie mich zu ihrem Anführer und bereiteten mir einen herzlichen Empfang. Ich verstehe sie nicht, aber ich hoffe, es irgendwann zu tun. Tag 6. Die Feen scheinen mich zu verstehen, aber ich habe keine Ahnung, was sie sagen. Ich habe sie gebeten, mich zu meinem Volk zurückzubringen, aber sie lachen nur. Ich verliere zunehmend den Mut, trotz ihrer Schönheit. Mir scheint, sie wollen mir gar nicht helfen, ihre Insel zu verlassen. Aber ich muss hier weg. Ich werde zu meinem Volk zurückkehren, selbst wenn ich dadurch durch diesen Sturm schwimmen muss. Tag 7. Die 4 Nymphen haben mich auf ihrer Insel herumgeführt. Ich weiß jetzt, wo ich Essen und Wasser finde. Dinge, die ich brauche, um hier zu überleben. Ich fühle mich irgendwie anders, aber es ist schwer zu sagen, was sich verändert hat. Mir ist, als hätte ich mich letzte Nacht geärgert, aber ich kann mich an nichts erinnern. Vielleicht fällt es mir ja später wieder ein. Die Tugend des Seestahls. Seestahl ist ein magisches Metall, das wegen seiner Vielseitigkeit, seiner Zerreißfestigkeit und seines geringen Gewichts sehr begehrt ist. Einer der wenigen Orte, an denen man Seestahl finden kann, ist die Obsidianinsel. Allerdings hält sich die Ausbeute auch hier in Grenzen, da das Metall nur einmal jährlich an den Stränden der Insel zu finden ist. Dem Auftreten des Seestahls gehen Stürme auf einem Nachbaratoll voraus, in deren Folge Seestahl-Nuggets angeschwemmt und von Hand eingesammelt werden. Der natürliche Zustand des Seestahls erinnert an geschmolzenes Wachs, das in kaltes Wasser geworfen wurde. Eine der herausragendsten Eigenschaften des Seestahls ist seine Schwimmfestigkeit. Während diese nach der Verarbeitung jedoch verschwindet, bleibt der Seestahl auch nach der Verarbeitung robust und sehr leicht. Da Seestahl nicht rostet oder beschlägt, ist das polierte Metall in der Schifffahrt äußerst begehrt. Die ersten Dwerger, die auf der Obsidianinsel siedelten, staunten über den Seestahl und fertigten daraus Waffen und andere Werkzeuge. Sie betrachteten das Metall als ein Geschenk des Ozeans und exportierten es nur selten über die Grenzen der Insel hinaus. Bald war der Seestahl so begehrt, dass sein Wert selbst den Preis für Gold überstieg und der von der Gießereigilde in Aschengrund gierig gehortet wurde. Die Dwerger sprechen mit Fremden niemals über den Seestahl, da sie fürchteten, andere Königreiche würden versuchen, ihn zu stehlen. Die Krümbel. Die heutigen Goblinvölker der Krümbel und Skaratta gingen einst aus einer gemeinsamen Rasse hervor. Selbst viele unserer besten Scholaren gehen fälschlicherweise davon aus, dass die Auseinanderentwicklung beider Völker allein auf die Erleuchtung der Krümbel durch die Gnome aus Marten Row zurückzuführen ist. Dem ist jedoch nicht so. Zumal diese Theorie eine gnomische Überlegenheit unterstellt, die unsere Lehren hinsichtlich niederer Rassen nachhaltig stört. Tatsächlich kam es bereits einige Jahre vor der Ankunft der Krümbel in Marten Row vielleicht sogar jahrhundertelangen Differenzen innerhalb ihres Volkes zur Spaltung der Goblins. Es steht außer Frage, dass die Krümbel den Großteil ihrer Wissenschaft, Literatur und Geschichte ihrer Zeit in Marten Row verdanken. Allerdings war die Ausbildung einer höheren Intelligenz die eigentliche Grundlage für ihre Abspaltung von ihren ungehobelten Vettern. Was die Gnome in Marten Row angeht, besiegelten sie mit ihrem Akt der Nächstenliebe ihren eigenen Untergang. Die unzivilisierten Skaratta brauchten zwar mehrere Jahrzehnte, um herauszufinden, was aus den Krümbel geworden war, aber schließlich fanden sie sie. Es ist unklar, ob ihre unermüdliche Suche von Rachegedanken oder dem Wunsch nach der Wiedervereinigung beider Rassen beherrscht war. Jedenfalls wurde Marten Row von den Skaratta ausgelöscht und nicht ein Gnom überlebte. Die Krümbel entkam jedoch mit dem gesamten Wissen unserer gnomischen Ahnen und, so vermutet man, einigen gnomischen Reliquien von großem historischen Wert. Später flohen die Krümbel dann in die Schlucht der
doch sind nur 1000 Augen, einem lebensfeindlichen Sumpf, wo sich schließlich Martenshire gründeten und das Fundament eines neuen Reiches legten. Dort verfeinerten sie die Fertigkeiten, die sie von ihren Gönnern gelernt hatten, und entwickeln sich zu dem hochentwickelten, wissbegierigen und, ich möchte fast sagen, gelehrten Volk, das sie heute sind. Aber obwohl die Krümpel in Martenshire ein unbeschwertes Leben führen, verdunkelt die Angst vor einer neuerlichen Invasion der Skaratter ihre Gedanken. Und das, obwohl allerseits bekannt ist, dass sich die Skaratter mittlerweile anderen Aufgaben zugewandt haben. Aha, ich kann nicht mehr reden. Also, ist vorbei heute. Wir haben nicht mehr viel. 2, 4, 6, 8 haben wir noch. Eieiei. Ja, noch was trinken. Noch ein bisschen freihusten. So. Ja, der zweigesichtige Troll. Oh nein, das ist lang. Der zweigesichtige Troll. Vor vielen Gezeitenwechseln gab es einen Kapitän, der allen Orten König der Zehnmeere genannt wurde. Jene, die mit ihm segelten, nannten ihn jedoch Johann Löwenbart, weil es hieß, er würde ein ganzes Löwenrudel in seinem buschigen braunen Bart verbergen. Kapitän Löwenbart hatte noch nie einen Kampf verloren, bis zu jenem denkwürdigen Tag, an dem er Schakalzahn, den zweigesichtigen Troll, traf, Da die Vorräte an Bord seines Flaggschiffs, der Löwengrube, knapp waren, ankerte Löwenbart unweit der Zähne von Naros, in der Hoffnung, mit einem friedfertigen Stamm der Kolossai Handel treiben oder ein Jotunlager plündern zu können. Anstelle einer Jagdgruppe oder eines Dorfes der Kolossai stolperte Johann jedoch mehr oder minder zufällig über einen Schrein von Ethene, der zu seiner großen Freude mit Getränken, Vorräten und Gold gefüllt war. Als er sich anschickte, seinen Fund näher zu betrachten, gab der Boden unter ihm nach und Johann stürzte die Tiefe und brach sich beide Beine. Als er wieder zu sich kam, erkannte Johann, dass er nicht allein war. Zwei Kreaturen beäugten ihn aus der undurchdringlichen Dunkelheit. Sie nannten sich selbst Schakal und Zahn und waren hocherfreut, dass Johann in ihre sorgsam angelegte Falle getappt war. »Ihr Zwerge haltet euch so schlau«, sagte Zahn. Johann versuchte, seine Beine zu bewegen, doch sie gehorchten ihm nicht. »Aber nicht schlau genug«, fuhr Schakal fort, »um unsere Fallen zu entgehen.« Und dann torkelten die beiden glucksend ein wenig unbeholfen mit einem seltsamen Einklang auf Johann zu, sprangen in die Luft und landeten schließlich auf ihrem Opfer. Als einer der beiden Trolle seine Zähne in Johanns Nacken grub, erkannte der König der Zehnmeere die schreckliche Wahrheit. Schakal und Zahn waren nicht zwei Kreaturen, sondern eine groteske, zweigesichtige Bestie. Während sie sich lachend abwechselnd an Johanns Fleisch labten, wusste dieser, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb. »Ihr Trolle«, stieß er hustend hervor. »Gut, ihr seid schlauer als ich. Aber seid ihr auch schlau genug, um zu sehen, dass ich noch mehr Köpfe habe als ihr?« Die beiden Köpfe sahen sich verwirrt an. »Ich bin nämlich Johann Löwenbart, und meine anderen Köpfe leben in meinem Bart und sind V. Und sind V an seinem Bart, und heraus kamen vier Löwen, die sich sogleich auf den Troll stürzten.« Wäre schön, wenn der Rest stehen würde. Naja. »Und nun werdet ihr erfahren, warum es nicht klug ist, einen Löwen einzusperren.« Und während die Löwen die Beine des Trolls verschlangen, winselte Schakalzahn um Gnade, doch die Löwen waren unerbittlich. »Jetzt frage ich euch«, rief Johann Löwenbart, »wer ist nun schlauer?« Doch er bekam keine Antwort, denn der zweigesichtige Troll, der Schakalzahn genannt wurde, war tot. Als Johanns Löwen ihr grausiges Mahl beendet hatten, brachten sie den Kapitän zurück auf sein Schiff, wo er sogleich von seiner Mannschaft versorgt wurde, die klug genug war, nicht zu fragen, was sich ereignet hatte. Der schüchterne Peregrin. Oh Gott, das ist noch länger. Höret die Geschichte des jungen Lehrlings Peregrin, der beweist, dass es meist harter und aufrechter Arbeit bedarf, um Gutes zu tun, während man manchmal aber nur zur richtigen Zeit am falschen Ort sein muss. Schon als Knabe hatte Peregrin die Magier des Ordens von Firiol bewundert und sich nichts mehr gewünscht, als einer der ihren zu werden. Und so begab es sich, dass er schließlich von Thorin Frostbrecher als Lehrling aufgenommen wurde. Nach einigen Lektionen stellte sein Mentor eine Schatulle vor Peregrin und forderte ihn auf, diese zu öffnen. Peregrin war ob der scheinbar schlichten Schatulle ratlos. Ihr unscheinbares Äußeres verriet nichts über die Zauber, die sie versiegelten, und so wirkte Peregrin sämtliche Gegenzauber, die er kannte. Nach einiger Zeit fragte Thorin Frostbrecher: »Bist du fertig?«
Das bin ich, entgegnete Peregrin. Und ist noch etwas Mana in dir, oder hast du alles auf diese verflixte Schatulle verwendet? Mein Mana ist erschöpft, Meister, antwortete der Lehrling. Dann bin ich ein Bargast und töte dich, weil du nicht nachgedacht hast. Manchmal ist eine Schatulle eben nur eine Schatulle, und man sollte sich seine Magie besser für das Monster aufheben, das in der Dunkelheit lauert. Ich hoffe, der Rest deiner Ausbildung ist weniger ermüdend. In der zweiten Woche führte Thorin Peregrin zu einer nahen Höhle und befahl ihm, diese zu betreten. Da er nicht noch einmal denselben Fehler begehen wollte, trat Peregrin entschlossen vor, wurde jedoch von einer unbändigen Macht mehrere Meter zurückgeworfen. Narr! Ich führe dich an eine verzauberte Höhle und du stolperst einfach hinein, ohne deine Magie zu benutzen. Das wird ja von Tag zu Tag schlimmer mit dir. Lass mich jetzt den Fluch brechen, den dir deine Hast eingebracht hat. In der dritten Woche hatte Peregrin die Hoffnung, einmal ein Magier zu werden, bereits aufgegeben, als er Thorin zur nahegelegenen Hütte einer Heilerin begleitete. Während Thorin in den Gemächern der Meisterheilerin verschwand, blieb Peregrin mit einer ihrer Helferinnen zurück. Diese war von bezaubernder Schönheit und schenkte Peregrin ein warmes Lächeln, wann immer dieser es wagte, sie anzusehen. Dann trat sie an den jungen Lehrling heran, berührte ihn sanft und neigte ihren Kopf, als wollte sie ihn küssen. Peregrin, der ebenso schüchtern wie jung war, errötete daraufhin und rannte aus der Hütte. Nach einigen Stunden fragte sich der junge Mann jedoch, wo sein Meister blieb. Als er zur Hütte zurückkehrte, versperrte ein Schutzzauber die Tür, den er jedoch mit Leichtigkeit zu bannen verstand. »Wenn das Meister Frostbrecher gesehen hätte«, dachte er sich. Was er dann sah, traf ihn jedoch wie ein Blitz. Sein nackter Meister war mit magischen Ketten an die Wand gefesselt, und vor ihm auf dem Boden lagen die ebenfalls nackte Heilerin und ihre Helferin und schliefen. »Komm her und hilf mir, Junge«, bellte Thorin. »Das sind keine Heilerin, sondern Hexen. Die haben mich vergiftet und an diese Wand gekettet. Da ich aber gegen die meisten Gifte immun bin, konnte ich sie mit einem Schlafzauber belegen. Und jetzt hol mich hier runter.« Und obschon die Zauber weit mächtiger waren als der Schutzzauber an der Tür, gelang es Peregrin, auch sie zu brechen. Sein Meister war sehr zufrieden. »Meister, wie konnten euch die Hexen vergiften?« »Sagen wir, der Kuss einer Heilerin ist nicht immer das, was man vermutet. Wir werden nie mehr über die Angelegenheit reden.« Peregrin, der zu beschämt war, um etwas zu entgegnen, folgte seinem Meister nach draußen. Dort musterte Thorin ihn und hielt die Schüchternheit des Jungen für eine List. »Ich denke, du hast genügend Prüfungen durchlaufen. Sobald wir wieder in Fierol sind, sorge ich persönlich dafür, dass du binnen 2 Wochen zum Magier erhoben wirst.« Und so wurde der schüchterne Peregrin, der jüngste Fierol-Magier, Fieroli-Magier aller Zeiten. Ja, praktisch. So, jetzt der Herr der Ringe. Der Herr der Ringe. In Glimwald, ich weiß gar nicht. Müsst ihr eigentlich... Wo kam er denn? Wie hieß er denn nochmal? Bin gerade im Überlegen. Celebrimbor, genau. Wo kam er denn her? Er war ein Elbenschmied, aber wo? Aus Elbistan. Celebrimbor. In Mittelerde lebte einmal ein Ringmacher namens Celebrimbor. Und obschon er die feinsten Schmuckstücke anzufertigen wusste, war ihm die Kunst der Gemschleiferei fremd. Stets waren Männer aus aller Herren Länder in Celebrimbors Laden angekommen, um Ringe für ihre Frauen und Ringgeister und Geliebte zu kaufen. Doch seit einiger Zeit liefen die Geschäfte schlecht. Seit juwelenbesetzte Ringe in Mode gekommen waren, kauften seine Kunden ihre Liebesbeweise bei anderen Ringmachern. Bald musste Celebrimbor, der nur wenig von Gemschleiferei verstand, erkennen, dass ihm keine andere Wahl blieb, als sich den Zeichen der Zeit zu beugen. Er begann mit kleinen roten und blauen Gemmen, die, wie jeder unerfahrene Gemmschleifer weiß, die ungefährlichsten aller Juwelen sind. Vom Erfolg beflügelt suchte er nach immer exotischeren Gemmen, bis er eines Tages in den Besitz einiger grüner Juwelen gelangte. Da er nichts von ihrer schädlichen Wirkung wusste, setzte Celebrimbor sie in einige Ringe ein. Die Folgen blieben gering. Einige Träger erkrankten, andere, die wurden zu Ringgeistern. Als er aber violette Scherben in seine Ringe einfasste, wurden deren Trägerinnen nicht krank, sondern starben. Es dauerte nicht lange, bis die Ursache ihres Todes gefunden war und ein bewaffneter Trupp den Ringmacher zur Rede stellte. Als Celebrimbor auf die Knie fiel und beteuerte, dass seine Ringe keine Schuld träfe, ließ ihn der Vogt seines Dorfes bis zur Klärung der Vorwürfe in den Kerker werfen. Ein Magier, dem ein Ring zur Untersuchung vorgelegt wurde, bestätigte zweifelsfrei seine tödliche Wirkung. Also verurteilte der Dorfvogt den Ringmacher zum Tode und seine Opfer bestimmten nach altem Brauch die Hinrichtungsart. Und so wählten die Männer der getöteten Frauen einen von Celebrimbors Ring aus, der ihnen einen langen und qualvollen Tod bereiten sollte. Möge seine Torheit und sein Wunsch nach Ruhm und Reichtum all jenen an eine Lehre sein, die Magie von Gemmen unterschätzen. Toll, doch nicht der Herr der Ringe. Die Erzeugung von Nachfrage. Irgendwas von Gnomen, schätze ich mal.
Kluge Rüstungs- und Waffenhändler wissen, wo Krieg ist, wartet das große Geld. Und je größer ein Konflikt ist, desto größer ist die Nachfrage nach ihren Waren. In Friedenszeiten sind die meisten Waffen- und Rüstungsschmiede jedoch arbeitslos. Wie lässt sich das vermeiden? Zuerst muss jemand gefunden werden, dem großes Unheil widerfahren ist. Ein Dorf, das unter einer Hungersnot leidet, eine Stadt, die von einem Erdbeben verwüstet wurde, oder auch ein Fürst, der von seiner Frau betrogen wurde. Dies dürfte leicht zu bewerkstelligen sein, da ständig jemandem Unheil geschieht und sich immer jemand findet, der die Schuld für seine Lage bei anderen sucht. Sollte sich die Suche nach einem Opfer jedoch als schwierig erweisen, könnt ihr natürlich auch selbst ein Unglück herbeiführen und ein benachbartes Dorf dafür verantwortlich machen. Werden die Leute euch glauben? Selbstverständlich. Wer nicht selber der Handelszunft angehört ist, unabhängig von seinem Stand, nicht gegen unsere Raffinesse, namentlich die Kunst der Täuschung, gefeit. Und stürzt sich auf jeden noch so schwachen Beweis, der belegt, was er selbst glauben möchte. Egal wie ihr vorgeht, das Ziel des ersten Schrittes ist immer dasselbe. Sorgt dafür, dass es ein Opfer und einen vermeintlichen Schuldigen gibt. Habt ihr ein Problem gefunden oder erzeugt, geht auf eine der beiden Parteien zu und bietet eure Dienste an. Es ist für gewöhnlich einfacher, das Opfer davon zu überzeugen, dass sein Unglück nur durch das Schwert abgewendet oder gesühnt werden kann. Aber natürlich könnt ihr auch einen vermeintlichen Übeltäter dazu bringen, sich gegen die haltlosen Rachegelüste seiner Nachbarn zu wappnen. Und hier zeigt sich die Eleganz dieser Vorgehensweise. Sobald eine Seite überzeugt und bewaffnet ist, dürfte es ein leichtes sein, auch mit der anderen Seite ins Geschäft zu kommen. Da nur die wenigsten Händler über ausreichend Ware verfügen, um beide Seiten eines Konflikts zu beliefern, ist es in der Regel ratsam, mit einem Kollegen oder Partner zusammenzuarbeiten. Indem ihr die Risiken des Krieges auf mehrere Schultern verteilt, ist der Erfolg eures Geschäftsmodells garantiert. Einige Händler mögen diese Vorschläge für zu kompliziert, zu aufwendig oder, was ich bezweifle, für moralisch verwerflich halten. In diesem Fall solltet ihr klein anfangen. Gebt einfach einige Raubüberfälle oder Morde in Auftrag, um die Kriminalität in eurem Dorf oder eurer Stadt zu erhöhen. Ängstliche Bürger fürchten nichts mehr als unsichere Gassen und sind meist gern bereit, mit Händlern wie uns den Kontakt aufzunehmen. Aber egal, wie ihr vorgeht, ich wünsche euch dabei viel Glück. Ach, ist das ein netter Mensch, der das geschrieben hat. Ja, Minen verkaufen und Minensuchgeräte verkaufen, ne? Kennt man ja, hat ja irgendjemand schon mal gemacht. Das Tagebuch eines jungen Mädchens, blutiges Tagebuch. Heute kam ein neuer Junge in unser Dorf. Er heißt Fenwar. Sein Vater ist der neue Hufschmied. Ich glaube, Fenwar hat mich heute bemerkt. Er hat mich angelächelt, aber ich hatte nicht den Mut, sein Lächeln zu erwidern. Ich habe den ganzen Abend vor der Schmiede auf Fenwar gewartet. Als er mich sah, hat er Hallo gesagt. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und mich Fenwar vorgestellt. Er sagt, ich hätte schönes Haar. Fenwar hat mich heute Abend nach Hause gebracht. Wir haben die ganze Zeit Händchen gehalten. Er hat mich heute zu einem Picknick eingeladen. Wir haben uns zum ersten Mal geküsst. Ich treffe mich schon nun seit einem Monat mit Fenwar. Ich glaube, es wird Zeit, Mutter einzuweihen. Heute haben wir etwas Verbotenes getan. Wir haben uns in einem Feld geliebt. Als wir nach Hause kamen, waren alle tot. War das unsere Schuld? Die Strafe für unser Verbrechen? Fenwar hat mich beruhigt. Er sagt, uns trifft keine Schuld. Er hat mich die ganze Nacht gehalten, aber ich fürchte, was immer das Dorf angegriffen hat, wird wiederkommen. Ich fand heute im Haus des Bürgermeisters eine Notiz, auf dem stand, die Türgasch kommen. Wir müssen hier sofort weg. Der Rest des Tagebuchs ist mit getrocknetem Blut getränkt. Die Türgasch. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber anscheinend haben die ein ganzes Dorf niedergemäht. Ein Bestiarium von Galgensend haben wir. Mal, um wieder ein bisschen freundlicher zu sein, ne? Im südöstlichen Teil von Galgensend gibt es zahlreiche eher zahme Kreaturen wie Wölfe, Wichte und Boggarts, wobei die sich letztere leicht von normalen Boggarts unterscheiden. So bestehen ihre Masken nicht aus Borkos, sondern aus Stein, was sie deutlich weniger anfällig für Feuer und insgesamt etwas robuster macht. Im westlichen Teil der Insel finden sich weitere Boggarts, ebenso wie ihre Begleiter der Wurzelgolem. Wo immer es Boggarts gibt, kann der Wurzelgolem nicht weit sein. Ist ein Wurzelgolem untätig und friedlich, sieht er nicht anders aus als ein großer Stein. Sobald er jedoch Gefahr wittert, greift er an, wobei er einerseits mit Boggart-Leichen wirft und sich andererseits eingräbt, um sich unter den Angreifer zu begeben. Neben diesen Geschöpfen gibt es in der Nähe des Hafens außerdem Fergorta. Im nördlichen Teil der Insel scheinen Aasfresser wie Leonasche, Krudox und Bargest vorzuherrschen. Es wirkt, als ginge vom Norden irgendeine verfluchte Magie aus, die sie anlockt. An den Küstenstrichen finden sich außerdem Banditen von Piraten, hauptsächlich von der Art der Roten Legion. Während man in den zahlreichen Höhlen der Insel vornehmlich auf Morgan und Banshaien stößt, sind die Dwergertunnel voller insektenartiger Skaff-Monster. Die Skaffs sind äußerst widerstandsfähig, scheinen aber anfällig für Blitz zu sein. Man sollte sich vor allem vor ihren Spuckangriffen vorsehen und darüber hinaus Abstand halten, wenn sie ihre Schutzhaltung einnehmen. In diesem Zustand können sie nicht verletzt werden, außer man benutzt den verzögerten Schwertschlag, bringt sie damit nach oben und dann verlieren sie nämlich die Schutzhaltung. So, dann haben wir hier als vorletztes noch die Analyse von Galgensend.
Motus Bergbaugesellschaft, natürlich die! Roparz Judok, leitender Ausgräber. Auch wenn die Insel Galgenstein zweifelsohne voller Magie ist, gibt es dort keine nennenswerten Materialvorkommen und Mineralvorkommen, die einen Abbau rechtfertigen würden. Als unsere Expedition die Insel erreichte, schien offensichtlich zu sein, dass diese über eine Fülle natürlicher Ressourcen verfügt. Bei näherer Untersuchung stellte sich jedoch heraus, dass die Bäume verrottet und die Felsen undurchdringlich sind. Der Zauberer unserer Mission fand heraus, dass die Grundursache dafür in verfluchter Magie liegt. Wir folgten dieser bis zu ihrer Quelle. Einem Errati-Altar auf dem Gipfel eines Berges, waren jedoch nicht in der Lage, die dort vorgefundene Tür zu öffnen. Die Einheimischen waren uns keine große Hilfe. Die meisten von ihnen haben sich zusammengeschlossen und an der Südküste niedergelassen, doch sie alle scheinen in einer Art religiösem Eifer gefangen zu sein und beten einen Gott namens Akara an. Sobald wir wieder in Odessa sind, wird sich unser Forscher genauer mit diesem Akara befassen. Andererseits gab es jedoch zahlreiches Bergungsgut zu finden. Nicht nur waren die Zwerge einst hier ansässig, auch wurden viele ihrer Schiffe ans Ufer gespült. Das Bergungsgut sollte zwar zumindest ausreichen, um diese Expedition zu finanzieren, allerdings sind dessen verbliebene Reste keinesfalls eine weitere Reise zu dieser Insel wert. Wir haben im Westen der Insel einen großen Hafen gefunden, der zweifelsohne von den Zwergen erbaut wurde. Falls sich einer der nahegelegenen Inseln als ertragreich herausstellen sollte, könnten wir diesen Hafen möglicherweise als Versorgungspunkt nutzen. In der Mitte der Insel gibt es darüber hinaus noch eine gewaltige Dwergerfeste, deren fortgeschrittene Baufälligkeit sie jedoch kaum nutzbar macht. Was die Legenden über den toten Kell betrifft, so scheinen sie falsch zu sein. Wir sind weder ihm noch einem seiner Gehängten begegnet. Es gibt hier jedoch nicht weniger Fake-Orta, die sich allerdings leicht von jenen unterscheiden, die wir aus unserer Heimat kennen. Sie scheinen von Wurzeln zusammengehalten zu werden, die jenen größeren Exemplaren ähneln, die wir überall auf den Inseln gefunden haben. Die Tierwelt dieser Insel ist ausgesprochen gefährlich. Was aus der Distanz beispielsweise wie ein großer Felsen aussehen mag, kann sich bei näherer Betrachtung jederzeit als tödlicher Wurzelgolem entpuppen. Wir haben an diese Kreaturen schon 2 Männer verloren. Außerdem scheinen die Höhlen und Tunnel der Dwerger voller Skaffs zu sein, die uns bereits eine Operation gekostet haben. Ich empfehle, diese Insel weiterhin aus den Überlegungen über neue Unternehmungen auszuschließen. Und natürlich noch Eisling 12 Finger. Erinnert mich an Philibert. Eisling 12 Finger. Balethorpe war ein ruhiges, vorwiegend von Varani bevölkertes Dorf. Das Leben dort war einfach und friedlich. Doch um die Ruhe war es geschehen, als die Bewohner eines Morgens entdeckten, dass jemand ihre Vorratslager aufgebrochen und sämtliche Vorräte gestohlen hatte. Die Dorfbewohner hatten den ganzen Sommer lang Vorräte für den jährlichen Zehnt gesammelt, der am nächsten Morgen fällig gewesen wäre. Also schickte der Wächter alle Dorfbewohner in die Wälder, um den Schuldigen aufzuspüren. Als die Nacht hereinbrach, kehrten die Dörfler mit leeren Händen und voller Angst vor des Königs Zorn in ihr Dorf zurück, um sich auszuruhen. Als sie jedoch ankamen, waren jedoch die Türen sämtlicher Häuser verriegelt, und so verbrachten sie die Nacht unter freiem Himmel auf dem Marktplatz. Als sie am nächsten Morgen erwachten, wurden sie von einem kleinen Alpha-Mädchen begrüßt, das kaum größer als ein Gnom war. »Seid gegrüßt, Bewohner von Bellethorpe! Mein Name ist Eisling 12 Finger. Ich war es, die euer königlichen Zehntstahl und eure Häuser verriegelte. Ein feiner Schabernack, aber das Beste kommt erst noch. Ich werde euch nämlich alle zu Dieben machen.« Die Dorfbewohner starrten das winzige Mädchen an, brachten aber keinen Laut hervor. »Ihr werdet tun, was ich euch sage. Ich gebe euch euren Zehnt zurück und dann gehen wir gemeinsam zum Schloss. Dort werdet ihr mich unter euch mischen und wagt es nicht, irgendjemanden von mir zu erzählen.« Wenn ich gefunden habe, was ich suche und wohlbehalten hierher zurückgekehrt bin, nehme ich den Bann von euren Häusern und werde euch nie mehr belästigen. Und da die Dörfler keinen anderen Ausweg wussten, stimmten sie zu. Bei ihrer Ankunft auf Haslenborg fragten die Wachen die Dörfler nach einer gesuchten Banditin namens Eisling, aber niemand verriet sie. Im Schloss angekommen, stahl sich Eisling von der Gruppe fort. Viele der Dörfler hätten sie nur allzu gern verraten, fürchtete jedoch, dass der König denken könnte, Bellethorpe wäre an ihrer List beteiligt gewesen. Als die winzige Banditin zurückkehrte, zog sie einen großen Sarg hinter sich her. Sie verkündete, in diesem Sarg liegt nicht nur der Leichnam König Eriks, sondern auch sein Schwert und all seine Juwelen. Sie sind ein Vermögen wert, aber noch mehr bekomme ich, wenn ich den Leichnam dem Jarl von Baresark verkaufe. Das machte den Dörfern noch mehr Angst, doch sie fürchteten, der König würde sie alle töten, wenn sie ihm die Wahrheit sagten. Als das Schloss außer Sichtweite war, übergab Eisling dem Wächter wie versprochen einen Beutel mit Schlüsseln, nahm den Sarg und verschwand. Glücklich, dass Eisling weg war, atmeten die Dorfbewohner erleichtert auf und es kehrte wieder Frieden ein in Bellethorpe. Wenige Monate später entbrannte zwischen Haslenborg und Baresark jedoch ein Krieg, der 20 Jahre lang wüten sollte, und in diesem Krieg war Bellethorpe das erste Dorf, das niedergebrannt wurde. Hätte doch irgendjemand da Bescheid gegeben. Gut, Freunde,
Das wär's gewesen. Das war die Geschichtsstunde Galgens End plus die vier Kompendien, die wir hatten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid eingeschlafen, wenn ihr das zum Schlafen gehört habt. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Und ja, dann gibt es jetzt im Anschluss noch die normale Folge, die ihr schauen könnt. Genau, weil diese Folge kommt zusätzlich mit einer normalen Folge raus. Einfach damit nicht in einer Folge nur vorgelesen wurde. So, Interesse halber schaue ich mal. Eine Stunde 13 ging die jetzt. Eine verdammte Stunde 13. Das ist die längste Folge im Amalo Let's Play und wir haben nur gelesen. Stellt euch mal vor, ich hätte das auf 6 Folgen verteilt, immer auf 7 Folgen verteilt, immer 10 Minuten am Ende. Alter, das hätte doch keiner mitgemacht. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören vielmehr. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten richtigen Folge, Amalur. Tschüss!